Opferlose Delikte, das ist ein Thema, das nicht nur bei Naturrechtlern Unverständnis hervorruft. Auch so mancher Rechtspositivist hat hier schon so einiges an Kritik eingebracht. Trotzdem existieren sie. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Deliktsformen, wo ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, obwohl es kein Opfer gibt. Ein Naturrechtler weiß, dass alle Delikte, die kein Opfer produzieren, rechtswidrig sind. Warum sind die alle rechtswidrig? Es liegt ein Verstoß gegen die zweite Prämisse des Naturrechts vor, dass Recht der Konfliktvermeidung dienlich sein muss. Bei opferlosen Delikten gibt es keinen Konflikt. Es ist kein Konflikt da, der vermieden werden müsste. Egal, was dieses opferlose Delikt also für einen Inhalt hat, es handelt sich niemals um eine Rechtsfrage. Der Staat hat aber eine Menge dieser opferlosen Delikte erfunden und auch in sein Strafrecht eingebaut. Opferlos sind im Sinne des Naturrechts alle Deliktsformen, die nur mit Worten zu tun haben, also Verhetzung, Beleidigung, üble Nachrede. Diese Deliktstypen sind allesamt naturrechtswidrig, da bei diesen Delikten keine der Regeln des Rechts verletzt werden. Dasselbe gilt für alle Formen von Besitzverboten. Es ist kaum ein Besitz vorstellbar, bei dem irgendjemand zu Schaden kommt, bloß dadurch, dass man etwas besitzt. Bei Offizialdelikten handelt es sich um all jene Delikte, die der Staat von Amts wegen verfolgt, wenn er davon Kenntnis erhält. Den meisten erscheint das als gute Sache. Man weiß doch aus Erfahrung, dass es Menschen ohne Selbstbewusstsein gibt, die von sich aus niemals eine Anzeige machen würden, die sich leicht einschüchtern lassen. Da ist es doch schön, wenn der Staat das übernimmt. Wer was Böses tut, muss die Konsequenzen tragen. Keine Frage. Fragen wir trotzdem. Als Naturrechtler besteht man darauf, dass man frei ist. Und das bedeutet, niemand darf über meinen Körper verfügen, denn das wäre Sklaverei. Und wenn man über seinen eigenen Körper verfügt, niemandes Sklave ist, dann darf man, Überraschung, selber über den eigenen Körper verfügen. Wenn es nun tatsächlich zu einer Verletzung kommt, jemand was Böses tut, dann muss dieser jemand die Konsequenzen tragen. Da stimmen Staat und Naturrechtler noch überein. Aber wenn die Konsequenz Vergebung bedeutet, dann muss der Täter diese Konsequenz ebenso ertragen. Vergebung ist ein Opferrecht. Da das Opfer über seinen Körper verfügen darf, darf es nachträglich auch eine Verletzung des Körpers erlauben. Wenn der Staat also ein Delikt als Offizialdelikt behandelt, begeht er damit einen Akt der Versklavung gegen das Opfer. Das Opfer von Unrecht wird also ein zweites Mal Opfer, diesmal ein Opfer des Staates, der seine Rechte nicht respektiert. Und es geht sogar noch weiter. Da jedes Opfer das Recht zu vergeben hat, hat auch jeder Täter das Recht, um Vergebung zu bitten. Natürlich keinen Anspruch auf Vergebung, aber einen Anspruch auf die Chance zur Vergebung. Jetzt da ein kleiner Einschub. Natürlich gilt das nur für jene Fälle, in denen das Opfer überhaupt noch die Fähigkeit hat, frei über Vergebung oder Nichtvergebung zu entscheiden. Wenn das Opfer tot ist oder im Koma oder sonst wie nicht mehr entscheidungsfähig, dann treten die gewöhnlichen Konsequenzen ein, wie im Naturrecht vorgesehen. Das heißt, die von diesem Ereignis sonst wie Betroffenen müssen eine Regelung finden. Und nun gibt es tatsächlich opferlose Offizialdelikte. Beleidigung und üble Nachrede noch nicht, die werden nur auf Antrag des angeblichen Opfers verfolgt. Aber Verhetzung oder Besitz von bestimmten Waffen, Drogen, Büchern, da wird der Staatsanwalt aktiv, sobald er was davon erfährt. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass hier ein Täter existiert, der etwas Böses getan hätte, dann hätte der Täter das Recht, beim Opfer um Vergebung zu bitten. Das Opfer hätte das Recht, die Vergebung zu gewähren. Aber wir haben ein Problem. Es gibt kein Opfer. Dem vermeintlichen Täter wird das
Täterrecht, um Vergebung beim Opfer zu bitten, vorenthalten, eben weil es kein Opfer gibt. Offizialdelikte sind ein rechtlicher Irrsinn, weil damit auf den Rechten von allen Beteiligten herumgetrampelt wird. Das Opfer wird vom Staat versklavt, der Täter um seine mögliche Vergebung gebracht. Umso absurder das Ganze bei Taten, wo es kein Opfer gibt. Der Staat zeigt hier wieder einmal, dass er keine gute Quelle der Rechtspflege ist. Der Staat übt Gewalt aus, wo es keine Rechtfertigung für Gewalt gibt. Der Staat schützt das Recht nicht. Danke.